Heute geht es wieder Schlag auf Schlag, denn wir haben direkt die nächste Eilmeldung. Ich habe euch ja gestern versprochen, wenn versucht wird, uns zu zensieren, mache ich das genaue Gegenteil, nämlich noch viel stärker Kritik an der hiesigen Politik äußern, noch viel mehr publizieren. Und ich glaube, da sind wir aktuell ganz gut dabei, denn nach dem Schweden-Video habe ich noch was fast schon zur Belustigung für euch aus dem Königreich Södestans des Dusseligen oder so. Ja, da überlasse ich euch eine passende Umschreibung des... Ja, das möchte ich gerne, Sonnenkönigs, denn der hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet und scheint nun irgendwie Geschmack am, sagen wir mal, italienischen Weg gefunden zu haben. Der italienische Weg, der dazu geführt hat, dass die italienische Regierung zerbrochen ist, weil Gelder, Hilfsgelder großzügig verteilt wurden, um das mal so auszudrücken, beziehungsweise weil EU-Hilfsgelder für alles Mögliche ausgegeben wurden, nicht aber unbedingt für das, wofür sie vorgesehen waren. Ganz so ist es im Falle Södis des Ersten jetzt nicht. Hier geht es aber darum, dass er offensichtlich, nachdem immer mehr Kritik an seiner politischen Linie laut wurde, nachdem sogar die CSU Mitglieder massiv verloren hat unter Beruf auf die Politik eines Herrn Söders, ja, nachdem immer mehr Kritik in Umlauf gekommen ist, auch die Medien den politischen Kurs eines Herrn Söders zunehmend kritisch hinterfragen, denkt er scheinbar, so, jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen, machen wir das, was am besten läuft, so ein bisschen Rubel verteilen. Und da gibt es 3 Tweets, die will ich euch im Original vorlesen. Das ist jetzt mit Verlinken und ein bisschen blöd, aber ihr findet das ganz einfach, wenn ihr auf Twitter auf die Seite des Herrn Söders geht, ist mit einem blauen Haken markiert, könnt ihr gar nicht verfehlen und auf den gestrigen Tag zurückscrollt. Denn der erste Tweet, der, wie ich finde, bemerkenswert ist, lautet, getwittert vor 20 Stunden, gute Nachricht für Kinder und Familien, ist jetzt übrigens ein Zitat. Pro Kind gibt es zum Kindergeld einen einmaligen Kinderbonus von 150 Euro. Denn Familien sind besonders von den Einschränkungen durch die Zombie-Seuche betroffen. Zombie-Seuche habe ich wieder das Wort ausgetauscht, ihr wisst, Zensurgefahr und so. Das ist bemerkenswert, oder? Jetzt stellt sich Södi hin und meint, gute Nachrichten, einmaliger Bonus von 150 Euro pro Kind. Und was genau sollen die Eltern mit den 150 Euro machen? Also ein Privatlehrer für 150 Euro engagieren würde ein bisschen knapp. Das funktioniert in der Regel nicht ganz so gut. Also da geht es aktuell doch um was ganz anderes. Da geht es doch nicht darum, dass die Eltern jetzt unbedingt mehr Geld für die Kinder brauchen. Sicher, viele Familien haben keine guten finanziellen Situationen aktuell, das stimmt. Aber was zur Hölle hilft es denn, wenn man den Eltern jetzt 150 Euro schenkt? So, die brauchen eine Betreuung für die Kinder. Die brauchen jemanden, der den Kindern was beibringt, damit sie arbeiten können, sofern sie noch einen Job haben. Die brauchen also, naja, jetzt ganz platt gesagt, ein Bildungssystem. Dieses Bildungssystem, ob das jetzt vor oder nach oder ob das jetzt gut oder schlecht ist in Deutschland, lassen wir ganz offen, dieses Bildungssystem lässt sich doch nicht mit 150 Euro irgendwie ersetzen. Ist das jetzt ein Schweigegeld oder wie, damit sie bloß nicht meckern, so damit sie auch noch sich dafür bedanken, dass der Söli ja so großzügig ist? Also das zeigt doch wieder, dass die Probleme überhaupt nicht erkannt wurden. Natürlich haben die Eltern auch mehr Ausgaben, höhere Stromkosten, mehr Essensausgaben und so weiter und so fort, weil die Kinder jetzt alle zu Hause essen. Aber selbst da, wenn man das jetzt mal darauf beziehen würde, dass die 150 Euro da eine Entlastung bringen sollten, da frage ich mich. Ja gut, ich weiß ja, dass der Södi ein Kind hat und dem da auch herzlich und dem auch großzügig alles finanziert, so quer durch die Republik mit den Ponys kurven. Aber da fragt man sich doch so als normaler Mensch, hat dieser Mann jemals für eine Familie oder so eingekauft? Wirkt auf mich nicht so, denn einmalig 150 Euro soll jetzt fast ein Dreivierteljahr ganz akute Ausfälle kompensieren. Also Verzeihung, jetzt könnt ihr mir gerne mal mitteilen, wenn ihr Kinder habt, wie weit kommt ihr da mit 150 Euro? Ja, auch pro Kind. Gut, wenn man viele Kinder hat, dann summiert sich das natürlich auf. Aber nehmen wir mal eine normale Familie, 1 oder 2 Kinder, kriegen die dann 300 Euro zusätzlich. Schön, jetzt haben sie 300 Euro, Kinder hocken trotzdem zu Hause, Online-Unterricht funktioniert eher schlecht als recht und so weiter und so fort. So, was wollen Sie mit den 300 Euro jetzt besser machen? Können Sie von den 300 Euro soziale Kontakte für die Kinder kaufen? Können Sie von den 300 Euro dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht, dass sie nicht in Depressionen verfallen? In aller Regel nicht. Zudem ja nun auch die Ausgabemöglichkeit dieser 300 Euro zugegebenermaßen, oder in dem ja für 150 Euro, ich bin jetzt von 2 Kindern ausgegangen, aber im Durchschnitt sind irgendwie 1,5 Kinder. Nehmen wir jetzt einfach so die Standardfamilie 2 Kinder, zumal man mit den 300 Euro aktuell nicht viel anfangen kann. So, da hätte man normalerweise vielleicht sagen können, gut, machen Sie ein schönes Wochenende mit den Kindern, fahren Sie in den Freizeitpark. Ja, wohin denn? Selbst am Schlittenfahren wären Sie ja mittlerweile gehindert, da kommt ja dann schon die Rodelpolizei angelaufen. Also das wirkt auf mich wirklich so wie dieser italienische Versuch, Geld auszugeben, an die Bevölkerung zu verteilen, damit die Sympathie nicht flöten geht, denn man schielt ja anscheinend schon ein bisschen auf den nächsten Wahlkampf. Aber das ist noch lange nicht alles, denn es gibt noch andere Tweets, die in eine ganz ähnliche Richtung gehen, auch vor 20 Stunden abgesetzt. Gute Nachricht für die Wirtschaft.
Die Mehrwertsteuer für die Gastronomie bleibt bis Ende 2022 auf 7% gesenkt. Das hilft der Gastronomie beim Öffnen nach dem heiligen Hausarrest. Der steuerliche Verlustrückgang wird verdoppelt. Das schafft in der Krise die notwendige Liquidität. Lieber Södi, welche Wirtschaft? Die, die aktuell reihenweise bankrott geht, reihenweise vor die Hunde geht, weil sie seit Monaten keinen Umsatz mehr erwirtschaften kann? Offensichtlich schon. Ist ja schön, dass Ihnen dann nach der Öffnung oder nach dem heiligen Hausarrest möglicherweise ein paar Steuerentlastungen gegeben werden. Aber wer profitiert denn davon noch? Es ist bisher nicht absehbar, wann überhaupt mein Restaurant wieder aufmachen darf. Ja, das ist eurer Politik geschuldet, Södi und Co. So, und jetzt stellt man sich hin und will die Gastronomen damit ködern, dass sie ja die Mehrwertsteuer auf 7% gesenkt bekommen. Das schafft ja die notwendige Liquidität. Notwendige Liquidität? Welche denn? Woher denn? Es sind Umsatzeinbußen. Ich glaube, in Berlin waren das ein Dreiviertel der normalen Umsatzzahlen. 25% des normalen Umsatzes fahren die Gastronomen aktuell ein. Auch nur die, die einen Lieferservice anbieten können. Kann nämlich auch nicht jeder. So, was ist mit den anderen 75%? Die meisten Gastronomen sind bereits so dermaßen in den Katastrophensumpf gerutscht, dass sie kaum noch wissen, wie sie da wieder rauskommen sollen. 7% Mehrwertsteuersenkung, beziehungsweise Mehrwertsteuersenkung auf 7% ist ja schön und gut, setzt aber voraus, dass es ein laufendes Geschäft gibt. Setzt voraus, dass sie erstmal zahlungsfähig sind, um Produkte aufzukaufen, um ihre Tätigkeit wieder aufzunehmen. Und danach sieht es zugegebenermaßen in sehr, sehr, sehr vielen Fällen aktuell nicht aus. Also auch das wirkt auf mich wie so ein Stöckchen, was man hinschmeißt. Bitte, bitte kritisiert mich nicht, ich mache ja was für euch. Dass man aber auch hier die wahren Probleme meiner Meinung nach völlig außen vor lässt, völlig umschifft und überhaupt nicht bedacht hat, dass viele beispielsweise große Schulden schon angehäuft haben. Mietschulden, teilweise Gehälter, der Mitarbeiter nicht mehr zahlen können. Also da ist es doch eine reine Farce, das ist eigentlich eine Frechheit, dass man sich hinstellt und sagt, das schafft die notwendige Liquidität, dass sie weniger Mehrwertsteuer zahlen müssen. Also Mehrwertsteuer können sie nur zahlen, wenn sie überhaupt einen Umsatz erwirtschaften. Wenn sie überhaupt Produkte ankaufen, weiterverkaufen. So, setzt aber voraus, dass sie nicht pleite sind. Ob das der Gastronomie jetzt hilft, dürft ihr entscheiden. Werft das gerne in die Kommentare. Ich habe ja auch einige Gastronomen, die gerade zuschauen. Da könnt ihr mir gerne mal mitteilen, was ihr von Södis großer, guten Nachricht haltet, dass die Mehrwertsteuer nun bis Ende 2022 gesenkt bleibt. Bringt euch das was? Haltet ihr es noch monatelang durch ohne normales Umsatzgeschäft? Ich habe da andere Fälle gehört. Aber auch das ist noch nicht alles, denn es gibt noch eine gute Nachricht für die Kultur. Auch vor 20 Stunden gepostet. Ein Rettungs- und Zukunftsprogramm Neustart Kultur wird die Künstlerinnen und Künstler mit 1 Milliarde Euro zusätzlich unterstützen. Damit werden in der Krise viele Existenzen gesichert. So, was er nicht mitgeteilt hat, sind die Kriterien, nach denen diese sogenannten Hilfen ausgegeben werden. Welche Kosten dürfen damit gedeckt werden? Welche nicht? Wie sieht es aus mit einer möglichen Rückzahlung? Wo kriegen Sie das Geld überhaupt her? Können Sie das selber beantragen? Müssen es über den Steuerberater laufen lassen? Oder wie schaut es denn generell aus? Denn das war ja in den vergangenen Monaten häufiger Thema. Da hat man sich auch großspurig hingestellt und verkündet, es gibt die und die Hilfen. Dann kam raus, ja, die Hilfen kann aber auch nur der Steuerberater entsprechend überhaupt beantragen. Und wenn da auch nur ein Kreuz falsch gesetzt ist, dann steht da auch mal relativ schnell ein Betrugsvorwurf im Raum. Da wird den Leuten ganz schnell mal unterstellt, sie hätten ja damit Absicht irgendwie betrogen. Das heißt, viele haben diese Hilfen damals gar nicht beantragt. Quelle RBB Inforadio. Gab es nämlich ein Interview mit einem Künstler, weil sie Angst hatten, dass sie bestraft werden, weil sie diesen wohl nicht ganz so einfach, nicht ganz so eindeutig auszufüllenden Antrag an einer Stelle einfach falsch ausgefüllt haben. Und es gibt wohl zudem überhaupt keine sonderlich vorhandene Kommunikationsbasis, denn es war wohl auch laut Aussage von Betroffenen nicht möglich, beispielsweise Rückfragen zu stellen für irgendwelche Unklarheiten. Das heißt, für irgendwelche Fälle, die in den Vordrucksformularen nicht vorgesehen sind, gab es zumindest im Dezember und November, auf den Zeitraum hat sich das Interview bezogen, anscheinend keine Möglichkeit, da irgendjemanden ans Telefon zu bekommen, mit dem man das hätte besprechen können, wie man das nun dort und dort mit ausfüllt. So, und vor dem Hintergrund ist es auch ein bisschen vermessen, sich jetzt hinzustellen, mit einem neuen Hilfsprogramm zu protzen, wenn die Gefahr im Raum steht, die sehr realistische Gefahr im Raum steht, dass es auch hier wieder in eine ähnliche Richtung geht, nämlich dass ein kleiner Teil vielleicht tatsächlich davon profitiert, ein ganz, ganz großer Teil aus unterschiedlichsten Gründen, aber nicht sonderlich viel damit anfangen kann. Denn das hatten wir bei den großspurig angekündigten ersten Hilfen schon. Wie war das? Die Unternehmer, die Selbstständigen, auch die alleinstehenden Selbstständigen, die Einzelnen, ja, die eben ohne Mitarbeiter arbeiten,
Die konnten zwar Hilfen beantragen, nur relativ bürokratiefrei angeblich. Die kamen in einigen Fällen sogar relativ schnell. Später kam aber raus, mit diesen Hilfszahlungen durften sie ihren Lebensbedarf überhaupt nicht decken. Sie durften ihre Miete nicht von zahlen, kein Essen davon kaufen, konnten halt einfach ihre Rechnung damit nicht bezahlen. Denn die Hilfen waren nur für Betriebsausgaben vorgesehen. So, das mag in Firmen ja noch einen Sinn ergeben, nicht so wirklich. Aber da könnte man zumindest bei einer großen Firma noch sagen, oder bei einer mittelständischen Firma, gut, da können sie wenigstens die Geschäftsräume und die Mitarbeiter entlohnen. Aber bei einem einzelnen Selbstständigen, was weiß ich, einem Künstler, einem Musiker oder so, der sein Geld meinetwegen als Sänger auf Hochzeiten verdient oder als Fotograf auf Hochzeiten oder was auch immer, der hat in der Regel keine Geschäftsräume, der hat auch in der Regel keine großen Betriebsausgaben. Das, was er hat, sind seine Lebenserhaltungskosten, für die er kausal arbeiten geht. Der geht auf eine Hochzeit, macht dann einen Job, kriegt da, was weiß ich, 1500 Euro für und davon kann er dann mehr oder weniger gut über die Runden kommen. So, damit deckt er seinen täglichen Bedarf. Damit zahlt er seine Versicherung, damit zahlt er seine Miete, seine Versorgungskosten und so weiter und so fort. Diese Kosten allerdings, die Lebenserhaltungskosten, waren von den ersten Hilfsgeldern überhaupt nicht mit zugelassen. Durfte man nicht bezahlen. War eine illegale Ausgabe in dem Fall. Konnte man also ordentlich belangt werden, ob es in dem Fall eingetreten ist oder nicht. Da fehlen mir jetzt die Datengrundlagen. Aber da hätte man ordentlich belangt werden können, wenn man das Geld falsch ausgibt. So, das hat man dann ein bisschen nachkorrigiert, aber dann kamen ja auch die Meldungen von wegen, die Novemberhilfen sind auch im Januar noch nicht angekommen. Da könnt ihr mich auch gerne mal auf den aktuellsten Stand der Dinge setzen. Denn ich weiß ja, dass viele von euch diese Hilfen beantragt haben und ich habe von vielen gehört, da kam bisher noch nichts. Also gerne mal in den Chat werfen, wie es ausschaut. Wir haben jetzt den 4. Februar. Habt ihr bereits Novemberhilfen bekommen oder habt ihr keine bekommen? Und wenn ihr welche bekommen habt, wie sieht es dann mit den Dezemberhilfen aus? Haben denn eure Vermieter, sofern ihr Geschäftsräume habt, dann auch 2 Monate, fast 3 Monate auf ihre Mietzahlung gewartet? Haben eure Mitarbeiter jetzt 3 Monate auf ihr Gehalt gewartet? Haben deren Vermieter 3 Monate gewartet, bis da ihr Gehalt kam, damit die wiederum ihre Miete zahlen können? Also es ist doch wirklich absurd, wie man sich jetzt wieder versucht, offensichtlich medial fast schon, gut, das ist jetzt ein soziales Netzwerk, aber wie man sich öffentlich versucht, gut darzustellen, positiv zu verkaufen. Man tut ja was, man hilft den Leuten ja. Wenn aber unterm Strich in der Realität oft, naja, wenn überhaupt eine reine Nebelkerze übrig bleibt. Wie das jetzt bei diesem Programm aussieht, das wird sich dann natürlich zeigen, das ist ganz klar. Das wurde jetzt, wie gesagt, hier noch nicht veröffentlicht. Die Sache ist nur, dass die Kommentare interessanterweise auch, ja, sind durchwachsen, aber auch da stellt sich langsam ein, der Unmut, oder da bekommt man langsam mit, der Unmut, der greift definitiv um sich. Auch Leute, die ja bisher würde ich fast schon meinen, sehr der CDU zugeneigt waren, zumindest jetzt so, wenn man sich die Profile kurz anschaut, auch die scheinen langsam kritischer zu werden und dahinter fragen auch ganz viele, ja, was soll denn das? Sie stürzen das Land ins Chaos. Beziehungsweise hier hatte ich gerade einen Kommentar, den habe ich gerade leider weggescrollt, von einem Professor Doktor. Er schreibt einfach ganz platt, sie zerstören Existenzen. Das scheint auch ein echter Account zu sein. Sieht jetzt nicht aus wie irgendwie ein Fake oder so. Hat 3000 Abonnenten, hat auch schon ein paar Sachen gepostet. Ist jetzt auch nur ein kleiner Ausschnitt. Retweetet relativ viel. Aber es ist sehr spannend, dass jetzt auch immer mehr Leute, die jetzt vielleicht sogar ein Stück weit unpolitisch sind, dass die mitbekommen oder dass die aussprechen, sie fühlen sich ein Stück weit verarscht. Denn die Tweets, die drei, ich muss mal gucken, ob ich euch das irgendwie verlinkt bekomme. Wenn nicht, klickt euch einfach selber rein. Die 3 Tweets sind, ja, meiner Meinung nach blanker Hohn und Spott denen gegenüber, die gerade ihre Existenzen verlieren. Und sich jetzt hinzustellen, ja, das rettet ja Existenzen, wenn wir die Mehrwertsteuer senken und wenn wir dann ein neues Hilfsprogramm auflegen, bei dem wir noch nicht mitteilen, wann das denn mal ankommt bei den Leuten und die Familien 150 Euro pro Kind bekommen. Also Verzeihung, entweder ist es extrem weltfremd, wo der Söli da unterwegs ist, oder es dient wirklich nur dem sich positiv verkaufen und Sympathien sammeln. Aber das Sympathien sammeln scheint ja nicht ganz so gut zu funktionieren. Ich bin gespannt, ob durch diese Ankündigungen jetzt die Leute, die die CSU verlassen haben, dann neu eintreten oder zumindest genug Leute, die gleiche Anzahl an Leuten neu eintritt, weil sie den Söli jetzt so geil findet. Aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen.